Ja, herzlich willkommen hier an meinem Forschungslabor am Forschungscampus der HTW. Hier betreibe ich mit der Forschungsgruppe Cubing angewandte Industrieforschung in den Bereichen Produktion, Logistik, Technologie in der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der HTW Saar. Also sicherlich gibt es momentan die Diskussion um die Business School. Die Business School als Begriff ist ja aufgetaucht in dem Gutachten des Wissenschaftsrates. Ich finde die Diskussion mit diesem Begriff der Business School zunächst mal etwas unglücklich, weil es, so wie ich das Gutachten auch verstehe, zunächst einmal darum geht, zu überlegen, ob es Potenzial für eine Zusammenarbeit gibt zwischen HTW und Uni im Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Dass man da schon direkt diesen Begriff Business School nutzt, der verschiedentlich interpretiert wird und auch verschiedentlich gelebt wird, wenn man Vergleiche zu anderen Einrichtungen sieht, finde ich, nimmt schon sehr viel vorweg, was eigentlich noch gar nicht besprochen oder diskutiert ist. Also zunächst einmal haben wir ja als Hochschullehrer und als wissenschaftliche Einrichtung und Einrichtungen, das denke ich ist bei der Uni genauso wie bei der HTW, zwei Aufträge. Der erste ist sicherlich, angehende Akademiker in ein erfolgreiches Berufsleben zu führen, also eine hochwertige Ausbildung zu gewährleisten. Und das zweite ist, Unternehmen oder ich sage mal für unsere Zukunft, für die Zukunft dieses Landes, forscherisch tätig zu werden. Beides passiert unter unterschiedlichen Studierenden, mit unterschiedlichen Unternehmen, auch mit unterschiedlich didaktischen Ansätzen und auch mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Und ich denke, daran wird auch ein Gutachten des Wissenschaftsrates nichts ändern, dass es unterschiedliche Studierende gibt, dass es unterschiedliche Ansätze gibt, was Forschung, angewandte Forschung anbelangt. Aber ich denke, dass es dennoch in vielen Punkten Ansätze gäbe durch eine Zusammenarbeit, ob jetzt schon institutionalisiert im Rahmen einer wie auch immer gearteten Business School, oder zunächst in rein operativer, eher losgelöster Art und Weise hier zusammenzuarbeiten, würde für alle Vorteile bringen können. Sowohl für die Studierenden als auch für, ich sag mal, groß gesagt, die Zukunft unseres Landes, also die Unternehmen, die durch Forschungsergebnisse vielleicht gegründet werden oder die durch Forschungsergebnisse bessere Produkte entwickeln können, die bessere Prozesse etablieren können. Also ich sehe schon die Möglichkeit, hier in Summe einiges besser zu tun, einiges zu erleichtern, als wir das heute machen. Ob das institutionalisiert durch eine Business School erfolgen muss oder nur dadurch erfolgen kann, das kann ich aus heutiger Sicht noch gar nicht abschätzen. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Aus meiner Sicht könnte ich mir vorstellen, dass wir bei bestimmten Themen, ich will mal die Logistik als ein Thema nennen, weil es da ganz gut passt, dass wir hier beispielsweise oder dass letztlich das Saarland Geld sparen könnte, dadurch, dass man sagt, wir eröffnen Studierenden beispielsweise der Universität die Möglichkeit, an der HTW beispielsweise Spezialmaster in diesem Bereich zu besuchen. Und wenn diese Möglichkeit besteht und auch angenommen wird, weil es letztlich auch für die Studierenden schon einen Vorteil bietet, sich sehr speziell dann auch im Masterbereich auf ihr Berufsleben vorzubereiten, dann sehe ich die Möglichkeit, dass die Anzahl der Masterplätze, die von der Uni vorgehalten werden müssen, sinken kann. Also das wäre eine konkrete, klar mit vielen Aber, Wenn und so weiter, aber ich sage mal im Endeffekt, wenn wir Masterplätze an der HTW auch Uni-Kandidaten
oder von Unikandidaten wahrgenommen werden. Also angeboten werden sie ja heute schon. Die Bewerberzahl ist verschwindend gering heute, warum auch immer. Aber wenn das anders wäre, dann könnte Geld dadurch eingespart werden, dass eben gar nicht mehr so viele Masterplätze vorgehalten werden müssen an der Uni. Und ich denke schon, dass man dadurch den ein oder anderen Euro sparen könnte. Also letztlich ist es ja so, dass die aus meiner Sicht eines Hochschullehrers an einer Fachhochschule wird die Güte einer theoretischen Ausbildung auch dadurch gezeigt, dass der Student die Erfahrung macht, was er praktisch damit anwenden kann. Im Umkehrschluss merkt er aber auch, was eine theoretische Ausbildung nicht machen konnte oder nicht leisten konnte, wenn er merkt, oh, bei der Lösung eines praktischen Anwendungsfalls taugt die Theorie, die ich gelernt habe, nichts. Und das ist, sage ich mal, ein Punkt, wo ich denke, wo, egal ob es sozusagen Universitätsstudierende sind oder Fachhochschulstudierende sind, diese Dialektik zwischen Theorie und Praxis, sicherlich auf unterschiedlichen Niveaus, aber diese Dialektik, die brauche ich immer, ja, um erfolgreich auch mein eigenes Studium evaluieren zu können. Ja, denn das Schlimmste, was passieren kann, dass sie im Prinzip jahrelang sich selbst was vormachen, ja, und dann in die Berufswelt entlassen werden und dann anfangen erst zu verifizieren, was von dem, was ich gelernt habe, auf welchem Niveau auch immer, und taugt was und was taugt nichts. Denn dann tickt die Uhr ja richtig, ja, und sie müssen ja mit dem, was sie tun, auch ihr Leben verdienen, Karriere machen. Und ich sag mal, während des Studiums lässt sich dann doch die ein oder andere Schleife noch mal besser drehen als später im Berufsleben. Also man muss hier auch sicherlich noch mal unterscheiden, mit welchen Unternehmen arbeite ich zusammen. Gerade im Bereich, sagen wir, Logistik, Technologie, Produktion arbeite ich natürlich mit Unternehmen der Region zusammen, die auch in dem Bereich tätig sind. Und da ist ganz klar die Anforderung, dass die Studierenden keine Lernzyklen mehr während oder im Beruf haben dürfen. Das heißt, letztlich ist die klare Anforderung eines Absolventen, ich sag mal, er muss ab dem ersten Tag produktiv einsetzbar sein. Und daraus erfolgt ja auch dann im Umkehrschluss die Vorgehensweise, dass Studierende eben schon während ihrer Masterthesis, ja, oder ihrer Bachelorthesis im Unternehmen arbeiten und schon dort sozusagen die Theorie anwenden an konkreten Fragestellungen. Also wenn Sie mich fragen, was ist so der größte Wunsch der Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, ist einfach die Praxisorientierung der Studierenden, der Absolventen, die wir ausbilden. Das Wissenschaftsgutachten ist sicherlich eine Sache. Ich würde als ersten Impuls daraus mitnehmen, dass Universität und HTW, im Speziellen auch die Fakultäten für Wirtschaftswissenschaften, sich zunächst einmal besser kennenlernen. Das heißt, dass wir uns gegenseitig besuchen, uns unsere Studiengänge vorstellen, sicherlich auch die ein oder anderen Forschungsaktivitäten und auch unsere Ideen austauschen, nachdem wir uns mal richtig kennengelernt haben. Wo sind denn vielleicht Berührungspunkte? Thematisch, organisatorisch, im Sinne der Studierenden und im Sinne auch der Forschung und Innovation. Und ich denke, wenn wir diesen Prozess hinter uns haben, dann kann man nachdenken über die Frage, an welcher Stelle sollten wir uns, müssen wir uns, dürfen wir uns institutionell miteinander in ein Boot setzen. Ich habe schon so eine Vorstellung, wir machen ja heute schon auch Zertifikatsstudiengänge beispielsweise mit Hochschulen und Universitäten im Ausland, also zum Beispiel mit der Universität Lorraine oder mit der Uni Trier. Also es gibt ja heute schon Kooperationen, und da erhält ein Student am Ende ein Zeugnis mit Stempel der HTW und Stempel zum Beispiel der Universität.